Jo, hey Leute, hier ist euer Mr. Ganschen, mein Name ist Raphael und willkommen zu einem Anime-DVD-Vorstellungsvideo. Es werden circa 3 bis 4 Parts rauskommen, wo ich halt meine Sammlung, also meine Anime-DVD-Sammlung euch zeige. Und dann wird noch ein Part rauskommen, wo ich euch noch meine Manga-Sammlung zeige. Und genau, da fangen wir mal mit dem ersten Anime an. Das ist dann der Anime Strike the Blood. Hab jetzt bis jetzt nur halt das erste Volumen gekauft, weil ich es mir erst vor einer Woche gekauft habe und mir wurde es halt empfohlen, den Anime anzugucken und kann ihn eigentlich weiterempfehlen. Also der ist sehr, sehr gut. Und will jetzt auch nicht rumspoilern, ich wollte nur einfach nur zeigen, was ich habe. Dir geschichtlich und so erzähle ich da jetzt gar nichts. Ich sag nur, ob ich den Anime empfehlen kann oder nicht. Ich kann ihn empfehlen. Erster Volumen hat, glaube ich, auch 6 Folgen. Ich glaube, 24 Folgen sind insgesamt, was der Anime hat. Hat mich, glaube ich, knapp 50 Euro gekostet mit dem Sammelschuber. Natürlich auf Blu-ray. Sehr, sehr guter Anime. Und mal dahinter. So. Dann der nächste Anime ist Black Rock Shooter. Kann ich auch empfehlen. Sehr, sehr guter Anime. Hat 8 Folgen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also. Ich glaube 8 oder 9. Ich glaube 7 hat jetzt nicht. 8 Folgen. Ich glaube, die gehen auch halbe Stunde pro Folge oder 25 Minuten, also ein bisschen länger als sonst. Ein sehr, sehr guter Anime. Kann ich euch vielleicht hinten nochmal zeigen. Black Rock Shooter. Bin froh, dass ich mir ihn gekauft habe. So, dann der nächste Anime ist dann. Keine Ahnung, wie man den jetzt ausspricht. Ken Cole Flat Girl Collection. Ja, hat auch 3 Volumes. Ich denke pro Volume 4 Folgen. Ja, 4 Folgen. Also ich glaube 12 oder 13 Folgen hat es insgesamt. Da ist voller Staub, da sieht man schon. Ich wische das sehr, sehr ungern hier ab, weil dann kann sein, dass hier halt das hier alles hier aufplatzt durch den Wasser. Deshalb wische ich das halt nur trocken halt mit der Hand oder so, weil ich es halt nicht. Ja, ich will nicht, dass es einfach halt kaputt geht. So sieht das hinten aus. Vorne. Ja, besonderes. Auch guter Anime. Kann ich jetzt nicht jedem empfehlen, das anzugucken. Also Leute, die es ja, geschichtlich. Ja. Ich kann dazu jetzt auch nicht so viel sagen. Also ich kann es nicht jedem empfehlen. Also guckt es euch einfach im Internet an. Ja. Also, wie es halt geschichtlich ist. Genau, dann Volume 1 bis 4, Haikyuu. Genau, der kein Sammelschuber, finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass da mal der Sammelschuber mal rauskommt. Für die DVD. Ich glaube, Blu-ray gab es auch. Haikyuu, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt in Blu-ray auch gab. Also, Haikyuu. Ist halt ein Volleyball-Anime. Sehr gut, also jetzt nicht übertrieben mit Skills. Und was ich, wie diese eine Basketball-Anime, wo es voll mit Skills geht und so, zum Glück nicht. Ist natürlich jetzt nicht für jeden, also Leute, die es nicht mögen, Sport-Animes, ja, ist halt nicht für jeden, also ist ein Sport-Anime. Dann Guilty Crown Spezial-Edition, wenn ich mich jetzt nicht irre. Classic 003, keine Ahnung, was das heißt. Auch ab 16 ist meist, ja. Ich glaube, Flat Girl ist ab 12. Genau, hat sogar Steelbook hier. Da stehen auch die ganzen Charaktere und so. Sehr interessant. Kann ich zu 100% empfehlen. Wir schneiden den Staub hier mal ab. Sehr, sehr gut Anime. Ich habe leider nicht so viel Platz hier. Dann der Anime Erased oder Erased oder ja, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Hat 2 Volumes, ich glaube ein Volume hatte 6 Folgen. Steht gerade nicht drauf. Laufzeit 150 Minuten. Ja, 6 Folgen waren es. Davon gibt es jetzt auch einen Film oder eine Serie, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das war eine Serie. Geht halt was mit. Es geht halt um Zeit und so. Und ja, mehr würde ich da jetzt auch nicht erzählen. Genau. Es geht einfach um die Zeit. So, dann. Das nächste ist ein Bleach. Habe ich noch nicht fertig angeguckt. Also zumindest Volume 1
Bis 3 habe ich fertig angeguckt, also bis Folge 63, und jetzt bin ich gerade bei der Folge 64 bis 91, gucke ich mir dann als nächstes an. Genau, sehr guter Anime, kann ich empfehlen. Natürlich schauen sich die meisten alles, also vieles, was ich mir jetzt angucke oder was ich gekauft habe, illegal an, aber ich bin einer, ich sammle die DVDs, ich sammle das, ist auch ein Hobby, und deshalb kaufe ich es mir ja. Natürlich könnte ich es mir jetzt kostenlos mal angucken. Es gibt irgendwo eine legale Seite, wo man sich es kostenlos angucken kann. Tue ich mal nur die erste Box hier hin. Genau. Dann Fairy Tail. Box 1 und Box 2. Ja, hat glaube ich 25 Folgen pro Box, wenn ich mich jetzt nicht irre. Steht glaube ich gerade nicht drauf. Ja, Episode 1 bis 24 und 25 bis 8, so 24 Folgen pro Box. Ich glaube, die nächste Box kommt im August raus. Bin ich mal gespannt. Ja, ich fand Fairy Tail nie so geil, weil ich bin einer, ich mag es nicht zu lesen. Und deshalb kaufe ich mir die jetzt auch auf German Dub, also deutsche Synchronisation. Macht viel, viel mehr Spaß anzugucken, weil man nicht lesen muss. Synchro ist, ich muss sagen, zu 99% gut. Also deutsche Synchro finde ich echt nicht schlecht. Ich weiß echt nicht, warum die Leute japanische Synchro anhören, obwohl für mich persönlich hören sich alle japanische Synchros so an, als ob das alles kleine Mädchen wären. Für mich persönlich. Für mich persönlich. Das ist ja alles nur eine persönliche Meinung, was ich alles sage. So, dann einmal. Darf natürlich nicht fehlen. Sword Art Online. Erste Staffel, Volumen 1 bis 4. Will mir auch bald jetzt auch den ersten Sammelschuber kaufen. Also Sammelschuber für die erste Staffel. Und Sammelschuber für die zweite Staffel, die kostet glaube ich auch 120 € oder so. Ja, wenn ich mir kaufe im nächsten Monat, also für die zweite Staffel, Sammelschuber von der zweiten Staffel und Sammelschuber von der ersten Staffel auf Blu-ray. Ich glaube, das andere war gar nicht jetzt auf Blu-ray. Ich glaube, ganz normal auf DVD. Blu-ray wäre ein bisschen besser. Sieht auch geil aus mit, also ich finde es geil aus mit dem Pappkarton. Also hat irgendwie was. Da sieht man es. Habe leider nicht so viel Platz. Ich werde mir auch irgendwann mal auch was kaufen, dass ich von. Ich nehme auch gerade mit meinem iPhone auf. Ja, jetzt komme ich zu meinem Hass-Anime. Ich habe mir davon zwei Folgen angeguckt und hatte schon keinen Bock mehr, weil ich ihn zu scheiße fand. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Das ist der Anime. Ich glaube, der heißt The Graphman oder The Graphman oder ich weiß nicht. Episode 1 bis 51. Für mich persönlich totaler Scheiß-Anime. Ich dachte. Der war auch Angebot, glaube ich, für 30 € habe ich mir gekauft. Ich dachte mir, okay, komm, kann man mal machen. Ja, das ist auch der erste Fehlkauf, was ich jetzt gemacht habe. So an sich sieht es jetzt nicht so schlecht aus, aber nee, die Story und alles gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt und dachte mir, okay, ich habe jetzt auch nicht mehr angeguckt, weil ich gar keinen Bock habe. Den tue ich jetzt auch ganz weg, weil muss man sich nicht angucken. So, dann etwas Komisches, dann Gate. Okay, falsch. So. So, erstmal. Jetzt komme ich jetzt durcheinander. So, Gate. Also, erstmal, ich sag mal, die erste Staffel, okay? Genau, das ist die erste Staffel. Volume 1 bis 4. Das ist für mich die erste Staffel und fertig. Ich hoffe, dass bald Sammelstube rauskommen, dann kaufe ich es mir. Auf Blu-ray. Und die zweite Staffel, also Volume 5 bis 8, habe ich auf DVD geholt. Hat dann einfach einen Grund. Auch mal. Ja, egal, das sage ich vielleicht beim nächsten Mal. Also, das hat was mit Blu-ray zu tun. Aber jetzt kann ich wieder Blu-ray angucken, weil ich PS3 und Xbox One X habe. Sehr, sehr guter Anime, kann ich wärmstens empfehlen, anzugucken. Und hier sind dann natürlich die ganz normalen DVD. Sehr, sehr guter Anime. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann kommen wir zum letzten Anime, den ich habe. Das ist Shiger, die Sargprinzessin. Ich weiß manchmal nicht, das war Volume 1 und das war Volume, Staffel 1 und Staffel 2. Ich habe aus Versehen einmal von der zweiten Staffel die letzten Folgen angeguckt und da dachte ich mir so, oh Scheiße. Obwohl ich erst hier am Ende war, habe ich das Ende geguckt. Ja, sehr guter Anime, kann ich empfehlen.
Ist vielleicht ein Geheimtipp, also kennt jetzt nicht jeder. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das war's dann erstmal mit dem ersten Part. Beim zweiten Part werde ich wahrscheinlich dann nur meine Anime-Filme zeigen.